Oh, die Schraubzwinge. So manche Dinge wird man am besten holen, klein schneiden, verfeuern oder es direkt auf die Deponie bringen. Das versuchen wir heute zu verhindern, und zwar versuchen wir heute diesen noch nicht so wunderschönen Tisch wieder wunderschön zu machen. Ich schätze mal, dass hier dieser Tisch so um die 100 Jahre alt ist, und ich frage mich echt manchmal, was die Leute gemacht haben. Vielleicht war der Boden so dermaßen krumm, aber hinten haben sie bei einem Fuß einfach super viel abgeschnitten. Das müssen wir auch irgendwie flicken. Das bedeutet, im heutigen Video werden wir hier diesen Tisch wieder schick machen. Wir werden die Schubladen irgendwie wieder schauen, dass die wieder laufen. Wir müssen ein bisschen was drechseln, weil da werden wir so ein bisschen was ersetzen. Und ich zeige euch jetzt erstmal so was, was mit am problematischsten sein wird. Der Tisch ist ja ein bisschen gerissen. Hier die Leimfuge ist komplett aufgegangen. Aber wenn man so mal ein bisschen unter diesen alten Lack schaut oder Öl oder was das hier halt eben ist, ich glaube nicht mal, dass das ein Lack ist, weil der lässt sich sehr schnell wegschleifen, da kommt halt wirklich so die Schönheit von diesem Kirschbaum raus. Ich schätze mal, dass das hier Kirschbaum ist. Hier haben wir noch keine Auszüge natürlich. Da läuft alles hier in diesen Holzschienen. Da müssen wir auch schauen, dass das später wieder gut läuft. Und hier das will ich ersetzen durch solche Knaufe. Und ja, generell müssen wir alles mal ein bisschen auseinanderpflücken. Ach ja. Wir haben ein paar sehr, sehr große Risse, da müssen wir mal schauen, wie wir die geflickt bekommen. Ich habe auch extra so ein bisschen Material für das heutige Projekt, denn wir haben auch an manchen Schubladen wirkliche Knackser, wo eine ganze Ecke fehlt, und da werden wir auch schauen, dass wir das heute wieder in Form bekommen. Und genau, bleibt am Video dran. Wir werden heute diesen kompletten Tisch einmal auseinandernehmen, werden alles nochmal frisch machen, so dass man halt eben wieder benutzen kann. Was wichtig ist, was man jetzt bei so einem Projekt hier nicht verwechseln darf. Das ist und bleibt ein alter Tisch. Das wird jetzt auch mehr Aufwand sein, diesen Tisch hier wieder frisch zu machen, wie als wenn man einen komplett neuen Tisch bauen würde. Wir werden den äußerlich wirklich optisch wieder richtig, richtig schön machen, dass man den auch wirklich gut sich den halt eben zu Hause irgendwo hinstellen kann, wo man es halt eben haben will. Aber das wird weiterhin ein altes Möbel sein, und deswegen werden auch so die inneren Werte, die werden trotzdem alt bleiben. Nur von außen wird er halt eben einmal general überholt, damit er halt eben wirklich ansehnlich ist und vor allen Dingen das man doch mal benutzen kann, weil hier ist alles irgendwie so ein bisschen lose. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Tischplatte, denn ich will erstmal mich um die Tischplatte kümmern. Das ist ja so eins der Hauptmerkmale von so einem Teil. Da arbeitet man dran, da schaut man den ganzen Tag dann drauf. Und ich glaube, da ist eine Gradleiste unten dran. Und dann schauen wir erstmal, dass wir es auseinander bekommen. Die Schublade hier kann erstmal raus. Das hier sind Gradleisten. Hier haben wir Bohrlöcher. Da sind solche Pins drin. Die werden wir jetzt mal austreiben, denn das Ganze hält den Tisch derzeit noch mit dem Gestell zusammen. Okay. Okay, das ist meine Ausgangsbasis. Jetzt schauen wir mal, wie fest diese Gradleisten hier sind. Sag mal, die haben auch irgendeinen. Warum knallen die da dann überall Nägel drin? Müssen wir uns später natürlich daran erinnern, wie der zusammenkommt. So, weil wir wollen den ja einmal frisch machen, das heißt, wir können den eh zerlegen. Huiuiui, ganz schön staubig. Also wir werden jetzt die Fugen nochmal nachschneiden, damit wir das später manierlich nochmal neu verleimen können. Deswegen werde ich jetzt die Säge etwas umrüsten, werde den Längsanschlag ganz nach hinten bringen, damit ich das auch auf der Formatsäge geschnitten bekomme. Und das wird dann noch später die fertige Leimfuge sein. Staubmaske. Ich brauche, glaube ich, langsam eine größere Absauganlage. Also es wird echt viel, viel mehr Arbeit als gedacht, weil alles ist auch so ein bisschen zerfressen. Also wir müssen alles so ein bisschen auskitten. Und wir fangen jetzt hier mal mit diesen Seitenteilen an. Und die werden wir jetzt erstmal von dem alten Lack befreien.
Wenn wir uns hier diese Oberfläche ansehen, sehen wir, dass hier einige Wurmlöcher drin sind. Und teilweise sind hier auch größere Löcher, die möchte ich ausfüllen. Dafür benutze ich EasyFix. Das werden wir jetzt hier überall einmal reindrücken, dass wir das dann später wieder bündig schleifen können. Ich benutze jetzt so ein paar Methoden, die ich euch auch gleich noch zeigen werde. Bei den Teilen werde ich die jetzt nicht so richtig anwenden, später aber bei der Tischplatte. Also ich benutze hier den Holzfeinspachtel von EasyFix. Das ist ein Zwei-Komponenten-Spachtel. Den werde ich hier auf dieser Platte, wobei man mal direkt ein bisschen mehr, den werde ich hier auf der Platte jetzt auch anmischen. Das ist wie gesagt ein Zwei-Komponenten-Spachtel. Das bedeutet, wir müssen den vermengen, also diese zwei Komponenten sind in der Dose drin. Das vermengen wir jetzt einfach, bis wir hier eine homogene Paste haben. So, dieses Stück hier ist zum Glück nicht ganz so zerfressen wie das erste. Deswegen wird man bei dem anderen den Effekt noch besser sehen können. Ich gehe jetzt als erstes mal in die ganzen Löcher rein und packe da etwas von der Spachtelmasse rein. Hier sehen wir auch jede Menge Fraßspuren und die können wir jetzt eben auch damit zukitten. Als ich die Tischplatte eben probehalber wieder zusammengesteckt habe mit diesen Gradleisten, ist mir aufgefallen, dass hier in der Mitte die Brettchen leicht nach oben und nach unten versetzen. Deswegen werden wir jetzt hier zusätzlich ein paar Flachdübel reinmachen, damit das Ganze später möglichst bündig ist. Wir haben jetzt erstmal alles so grob geschliffen. Außerdem haben wir auch hier diese Gradleisten jetzt einmal geschliffen. Wir werden jetzt erstmal die Tischplatte miteinander verleimen, denn da wird noch genügend Arbeit dann außerdem dran zu tun sein. Ich werde das Ganze mit PU-Leim verleimen. Die Flachdübel bringen relativ viel. Ich habe es mal gerade probehalber zusammengesteckt. Wir werden es jetzt aber zusammenbauen. Hey, na 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 na. Ah, na 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 na. Na 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 na. Rockstar, na 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 na. She's a star. Oh, oh. Oh, die verfickte Schraubzwinge. So. Boah, Alter. Ihr seht hier, der Fuß ist auch relativ stark mit Leidenschaft gezogen worden oder geraten. Und den werden wir jetzt auch entsprechend ausbessern. Hier diesen Holzfeinspachtel von EasyFix, den ich benutze, der wird normalerweise im professionellen Bereich benutzt. Da haben wir eine sehr, sehr gute Verarbeitung. Eben habt ihr das ja schon einmal kurz gesehen. Wir haben so eine Nutzzeit, also wo das Ganze halt eben noch elastisch ist, beziehungsweise wo man das Ganze halt eben noch auftragen kann. Das sind so ungefähr 10 Minuten und nach 30 Minuten ist das auch, wenn man es richtig vermengt hat, ziemlich gut ausgehärtet, sodass man halt eben auch schon weitermachen kann. Also wir können es sehr, sehr gut verarbeiten und tatsächlich wird das Material normalerweise im professionellen Bereich benutzt, weil es halt eben durch seine Standfähigkeit und durch seine Langlebigkeit halt eben... So, jetzt ist es gleich wieder sauber. Deswegen ist das Material halt eben auch einfach ein Marktführer. Wir können mit hier diesem Feinspachtel natürlich nicht nur hier diese Wurmlöcher reparieren. Wir werden später auch an der Tischplatte noch sehen, wo wir das ganze Material benutzen werden. Da werde ich nicht speziell hier dieses Material benutzen, denn das ist von 0 bis 6 mm geeignet. Ich habe noch eine zweite Tube. Das ist halt eben für ein bisschen dickere
Aufbauschicht geeignet. Werde ich aber später euch das Ganze halt eben zeigen, wenn es dann eben soweit ist. Und das Material ist halt eben speziell gut, wenn man zum Beispiel einen Holzfensterrahmen hat. Da hat man ja oftmals das unten, das Ganze durch Fäule teilweise sich so ein bisschen zersetzt. Und genau für solche Einsatzzwecke ist dieses Material eigentlich gedacht. Also ich sage mal, so diese Heavy-Duty-Anwendungen, wo es halt eben wirklich wichtig ist, dass das Ganze halt eben hält. Das bedeutet, wenn ihr vielleicht ein Fachwerk habt, wenn ihr kaputte Fensterrahmen aus Holz habt, wenn ihr einen defekten Boden habt, dann ist das Material hier wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet. Man kann es auch besser als andere Materialien schleifen. Das heißt, wenn wir das Ganze gleich aufgetragen haben, lässt sich es auch sehr, sehr gut schleifen. Und ja, das ist halt einfach ein Vorteil von diesem Material, von diesem Easyfix-Material. Also, ich kann das Material jetzt wieder vermengen. An diesen Stellen, an den Beinen, werde ich jetzt mit dieser Feinspachtelmasse diese fauligen Stellen direkt auskitten. Ich werde euch gleich noch eine Möglichkeit zeigen, wie man das zum Beispiel auch an Wurmlöchern dann nutzen kann und das Ganze noch ein bisschen mit dem Schleifmehl einfärben tut. Das zeige ich euch dann gleich an der Tischplatte. Aber als erstes kümmern wir uns jetzt natürlich mal um das Gestell. Wichtig, wie gesagt, dass das Ganze gut vermengt ist. Dann können wir es super verarbeiten und dann härtet das Ganze auch entsprechend aus. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal ausprobiert an ein paar Stellen, ob das überhaupt auch funktioniert. Und wie gesagt, so nach einer halben Stunde kann man da dann gut weiterschleifen zum Beispiel. Ich zeige euch gerade mal, wie einfach man zum Beispiel hier diesen Riss flicken kann. Ich gehe jetzt hier einmal mit dem Extenderschleifer drüber. Und dann sieht das schon direkt ein bisschen besser sogar noch aus. Hier vorne haben wir auch ein paar Stellen, die werde ich damit jetzt auch ausbessern. Da sind jetzt noch ein paar Löcher, die muss ich noch mal nachkitten, aber ansonsten sieht das schon wirklich richtig gut wieder aus. Die Oberfläche fühlt sich jetzt auch wieder sehr schön glatt an, was auch natürlich wichtig ist. Hier auch, da habe ich euch ja auch gezeigt, wie ich das verschliffen habe. Das sieht jetzt auch wieder gut aus. Das werde ich mal gerade verschleifen. Das geht relativ fix. Zeige ich euch einmal. Dieses Mischbrett, das bekommt man übrigens ziemlich gut wieder sauber. Also da kann man diese Überreste einfach auf dem Brett lassen. Da kann man dann einfach drüber gehen. Ihr seht schon, das löst sich sehr, sehr gut. Und übrigens hier auch so ein kleiner Tipp, wenn ihr seht, dass auf diesem Mischbrett das Material getrocknet ist, wenn ihr vielleicht eine größere Menge verarbeitet, dann wisst ihr auch, dass auf eurem Werkstück, wo ihr es verarbeitet habt, dass das dort eben auch getrocknet ist. So ein kleiner Tipp, den habe ich mal von einem Rollladenbauer abgeschaut. So Leute, das Trauerspiel mit dem Tisch geht weiter. Ich habe ja gestern alles verleimt. Ich habe alles über Nacht trocknen lassen, weil da war noch ein fetter Riss. Den habe ich auch trocknen lassen. Den werden wir jetzt einmal auf dem Langbandschleifer wieder bündig schleifen, weil da gibt es auch jede Menge Fehlerstellen, die wir auch irgendwie nochmal schauen müssen, dass wir die irgendwie wieder beheben können. Das heißt, das können wir jetzt ausspannen und dann wird es spannend. Ganz am Anfang habe ich angesprochen, dass die Füße alle unterschiedlich lang sind. Das hier ist ganz vergammelt, das werden wir jetzt erstmal abschneiden. Und da werde ich mal dann was überlegen, dass wir das verlängert bekommen. Da haben wir unseren neuen Fuß. Den werden wir jetzt erstmal mit PU-Leim direkt verkleben und später müssen wir schauen, dass wir den noch ein bisschen stabiler bekommen. Wir kümmern uns gerade, weil ich noch ein bisschen Überschuss habe, um die Tischplatte. Ich werde euch nämlich auch gleich zeigen, wie ich das Easyfix-Material, also diesen Feinspachtel, wie ich den so dunkel bekommen habe. Das geht relativ simpel. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Denn wir müssen eh noch ein bisschen was anmischen. Ich habe hier noch diese defekte Kante. Da werde ich jetzt auch mal probieren,
die wieder zu modellieren. Ich bin jetzt schon mehrfach ein paar Mal auf das Material eingegangen, was ich heute halt eben benutze. Ganz klar, ich arbeite heute mit der Firma Easyfix zusammen. Wie gesagt, vielen lieben Dank an die Firma Easyfix, dass ihr auch heute das Projekt mit möglich macht. Und das ist wirklich geil. Also ich habe es euch gerade schon gezeigt. Ich habe nämlich was ausprobiert. Denn eigentlich, ich habe es euch ja schon gesagt, normalerweise benutzt man dieses Material zum Beispiel, wenn man defekte Fenster hat, defekte Fachböden. Und das ist auch ein bisschen teurer als vergleichbare Materialien, aber das hält halt eben bis zu 5-mal so lang und vor allen Dingen schrumpft es nicht. Das ist speziell hier bei den ganzen Rissen. Ich habe ja so unfassbar viele Risse, die ich hier ausfüllen muss. Das waren jetzt die ganze Zeit nur die Fraßlöcher von den Würmern. Jetzt kommen wir gleich nämlich zu den größeren Löchern. Da ist das nämlich extrem wichtig. Das darf nicht schrumpfen, das darf nicht reißen. Das muss einfach, wenn man es fertig geschliffen hat, genau so in dieser Form bleiben. Wie gesagt, das ist ein bisschen teurer als vergleichbare Produkte, aber es bietet halt auch eben mehr. Ich sage euch jetzt mal kurz, wie das Material auch so ein bisschen aus der Tube rauskommt. Denn ich habe es jetzt schon sehr, sehr oft bei verschiedenen Stellen benutzt. Ich mache einfach jedes Mal so viel auf dieses Rührplättchen oder auf dieses Plättchen, wo ich das Ganze halt eben vermenge, so viel ich halt auch eben brauche, damit ich jetzt nicht unnötig Material anmische und das halt eben später in die Mülltonne werfen muss. Also, das ist im Prinzip fertig gemischt, nicht gemischt, fertig dosiert in dieser Dose hier. Und das kann man halt eben mit einer Kartuschenpresse auspressen. Hier vorne kommen dann nämlich beide Komponenten, das ist ein Zwei-Komponenten-Material, das kommt dann vorne hier halt eben raus. Man kann das Ganze direkt auf diese Rührplatte angeben und kann es dann halt eben anrühren. Wenn ihr diese Dose hier halt benutzt und ihr fertig seid, dann ist er halt eben nicht direkt Müll oder ihr habt auch nicht vorne die langen Spitzen. Ich habe das bei einer anderen Marke, wo ich öfter so Sekundenkleber mal benutzt habe, ist mir das aufgefallen. Dann drückt man ein Drittel von der Tube in diese Dosierspitze. Das ist zwar fertig angerührt, aber bei einem sehr, sehr teuren Material ist es natürlich extrem schade, wenn dann ein Großteil immer in dieser Dosierkappe drin steckt. Das haben wir hier in dem Fall nicht. Das können wir einfach, wie gesagt, anrühren. Und das gefällt mir, wie gesagt, schon mal sehr, sehr gut. Das hier ist die erste Dose, mit der ich angefangen habe. Ihr seht, da ist auch übrigens so eine... Da sind hier Zahlen drauf, damit man sieht, wie viele oder wo wir bis jetzt halt eben sind. Man kann das komplett durchdrücken. Und ich habe jetzt so oft schon Material angerührt für diese ganzen Wurmlöcher, habe Stück für Stück das Ganze ausgekittet, habe es niedergeschliffen. Wenn da wieder etwas sich geöffnet hat, habe ich wieder was angerührt. Und das ist bis jetzt bei dem kompletten Gestell der Fall gewesen. Das ist Material, das man von 0 bis 6 mm Schäden einsetzen kann. Das steht hier auch einfach drauf, 0 bis 6 mm, Verarbeitungszeit sind dann 7 bis 10 Minuten und nach 30 Minuten bei 20 Grad kann man es halt eben weiter bearbeiten. Dieses Material hier ist von 5 bis 20 mm, denn da kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, denn oben in der Tischplatte haben wir ein paar große, große Lücken, die wir halt eben füllen müssen. Eine Sache will ich kurz ansprechen. Und zwar geht es halt eben darum, das ist so eine gewisse Art von Anleitungsvideo für euch, damit ihr seht, okay, wie sieht das Material aus, wie kann man das verarbeiten, wie schleift man es danach und so weiter und so fort. Deswegen will ich es an der Stelle kurz ansprechen. Wann immer ihr mit diesem Material arbeitet und ihr auf jeden Fall auch in Kontakt kommt, ganz wichtig, solltet ihr unbedingt Handschuhe anziehen. Ich weiß, ich bin, was das angeht, nicht das beste Beispiel hier oder bestes Vorbild hier auf diesem Kanal. Deswegen spreche ich es kurz an. Am Anfang habt ihr gesehen, ich hatte Handschuhe an. Später bei dem Gestell hatte ich teilweise keine Handschuhe an. Einfach aus dem Grund, weil das Gestell dort gestanden hat und ich nicht direkt in Kontakt gekommen bin. Also, ich will es an der Stelle kurz ansprechen, dass ihr, wenn ihr mit diesem Material arbeitet und das hier als Anleitungsvideo seht, halt auch eben Handschuhe anzieht und halt auch einfach an der Stelle einfach von mir gehört habt. Jetzt werden wir uns mal um die größeren Risse kümmern. Ich habe jetzt auch was ausprobiert und zwar habe ich vorher versucht, das Material einzufärben mit Beize. Das funktioniert nicht gut. Auch eine Sache an der Stelle, das würde ich auf keinen Fall tun, wenn das Material zum Beispiel an der Außenseite eines Fensters ist. Da weiß ich nicht genau, ob das Material das so gut handeln kann, wenn da Stoffe beigemischt werden. Dieses Möbel hier wird später geölt, weswegen ich das Ganze nicht lackieren kann. Ich sag mal beim Fenster, normalerweise würde man das dort halt eben spachteln mit diesem Easyfix-Material und könnte das später nochmal lackieren. Da ist die Farbe sowieso egal. Aber hier, das sind Sichtstellen, da will ich halt eben, dass die Farbe ungefähr so hinkommt, wie das Holz aussieht. Deswegen habe ich es einfach ausprobiert. Es funktioniert relativ gut,
Aber ich würde es jetzt nicht an den Stellen benutzen oder so umsetzen, wo es wirklich wichtig ist, dass das Material sehr fest bleibt, nicht schwindet, nicht schrumpft, nicht einfällt, nicht reißt, gar nichts. Mit flüssigem Färbemittel habe ich es ausprobiert und mit Beizel. Damit hat es nicht so gut funktioniert, das Material einzufärben. Aber es muss gar nicht so kompliziert sein, man muss gar kein Geld ausgeben. Ich habe eine Maschine, die da hinten steht, die super viel Staub macht und mit genau diesem Staub, ihr seht es, habe ich hier auch schon drauf liegen, mit dem Staub werde ich das Ganze einfärben und werde euch zeigen, wie das Ganze jetzt halt eben abläuft. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich die alten Easyfix-Reste, dass ich die hier einmal runterschabe, damit ich gleich kein altes Material mit neuem Material wieder anmische. Hier könnt ihr gerade gut erkennen, wie die zwei Komponenten in dieser Dose verfüllt sind. Außen haben wir Material und innen drin schätze ich mal, dass das der Härter ist. Und wenn wir halt eben das Ganze jetzt auspressen, kommt entsprechend viel raus, damit es auch richtig vermischt ist. Das ist sehr, sehr angenehm halt eben zu verarbeiten. Ich gebe mir jetzt hier ein bisschen was auf die Mischplatte auf. Ich vermische erst die beiden Komponenten. Da sieht man nämlich ganz schön, wenn das Weiße nicht mehr sichtlich ist, nicht mehr ersichtlich ist, dann haben wir das Ganze gut vermischt. Der Metallspachtel hier ist auch auf jeden Fall zu empfehlen, denn ihr müsst das Ganze mit etwas Kraft vermischen. Also es ist kein ganz, ganz weicher Spachtel. Das ist auch gut, wenn man so wie eben halt eben defekte Stellen ausmodelliert, damit es halt eben nicht runterläuft. Ich nehme jetzt etwas Schleifstaub, vermische das mit dem Schleifstaub. Und den kann ich jetzt ausfüllen. Ich drücke das auch wirklich schön in den Riss rein. Danach schaue ich, dass das etwas ballig oben drauf ist, damit wir es halt auch eben plan schleifen können. So, sieht's aus. Der Knauf soll hier rein. Also müssen wir das Ganze jetzt entsprechend bohren. Was machen wir als nächstes? Ihr seht, ich ziehe jetzt Handschuhe an, denn wir werden jetzt wieder das Easyfix-Material benutzen. Mit Handschuhen ist dann doch besser. Obwohl die Beine jetzt schon relativ gut halten, muss ich sie natürlich noch ein bisschen aussteifen, damit sie nicht, wenn da mal so ein Knackser dagegen kommt, damit sie nicht direkt abbrechen. Dazu benutze ich Holzdübel. Hier diese Ecke haben wir ja mit dem Easyfix Feinspachtel nachmodelliert. Das werden wir jetzt mal beischleifen. Da bin ich echt gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Das Ganze konnte jetzt über Nacht härten, beziehungsweise trocknen, aushärten. Das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr fest. Ja, würde ich sagen, schleifen wir es mal. Ich hatte gerade einen Drechselkurs, deswegen machen wir jetzt immer noch fix, weil jetzt dann bei der Samstag auch schon wieder fast rum ist, diesen Tisch hier fertig. Also, wie machen wir diesen Tisch fertig? Indem wir die Platte wieder befestigen. Tisch fertig. Wo sind die Dübel? So, im Ehrenschuh sind die scheiß Dübel. Hier den Dübel habe ich übrigens
extra nochmal gedrechselt, weil da ja alles so ein bisschen kaputt war. Jetzt wäre mal die mal nochmal eintreibe. Wow, Finger gequetscht. Puh, Leute! Das war ganz schön viel Arbeit. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viel Arbeit ist. Also jede Menge Schleifpapierblätter sind draufgegangen und viele, viele Stunden habe ich an dem Teil jetzt hier rumgemengt. Das waren jetzt so unterm Strich 20, 25 Stunden, wo ich den wieder frisch gemacht habe. Es ist und bleibt ein alter Tisch. Er ist immer noch, er hat viele Macken, aber er sieht jetzt auf jeden Fall wieder deutlich, deutlich besser aus, als er halt eben vorher ausgesehen hat. Und genau. Ich habe jetzt noch eine zweite Schicht Öl drauf gemacht, weil es teilweise ein bisschen fleckig war. Das ist halt eben immer so ein bisschen das Risiko bei diesen alten Möbeln, weil man weiß nie, was die da damals irgendwie als Oberflächenschutz draufgepackt haben. Ich weiß nicht, ob es ein Lack war, ob es jetzt ein Öl-Lackgemisch war, ob es irgendwie ein Shellack war oder was auch immer. Genau, deswegen hat er jetzt nochmal eine Schicht Öl bekommen. Die muss jetzt eh ein paar Tage trocknen, weil es im Moment etwas kälter ist. Und genau, ihr habt ja gesehen, wie es am Anfang ausgesehen hat. Das Ding hat echt scheiße ausgesehen, auf gut Deutsch. Und genau, ich bin sehr dankbar übrigens auch an die Firma Easyfix, dass die das Projekt heute mit möglich gemacht haben. Das war, wie gesagt, echt ein Gamechanger, dieses Material. Das lässt sich sehr schnell verarbeiten. Ihr habt es jetzt oft genug gesehen und ich habe, glaube ich, so unterm Strich 12 Mal diese Klebe, also diesen Feinspachtel angemixt, damit ich halt eben Löcher, die ich dann wieder aufgeschliffen habe, wieder neu verfüllen konnte. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin auch sehr zufrieden, wie oben diese Risse, wie die jetzt geworden sind. Ja, man sieht natürlich, dass dort ein Riss ist, aber mit dem Material weiß ich halt eben jetzt, dass der Riss oder die gespachtelte Stelle, dass die nicht wieder aufgeht, dass das nicht schwindet, dass das nicht reißt. Da kann ich mir halt eben sicher sein, dass das halt eben jetzt zumindest mal passt. Und genau, man muss drauf stehen. Aber je nachdem, wie so die ganze Wohnung oder so weiter eingerichtet ist, dann passt dieses Stück jetzt hier auch wirklich sehr gut da rein. Also Leute, checkt mal den Link in der Videobeschreibung aus. Und das soll es gewesen sein. Tschüss! Peng!